Thema heute, wir hatten eben schon einen Versuch gemacht, den möchte ich lieber nicht ins Netz stellen, weil sonst brennen viele Schulen. Hat man alles schon. Wir beschäftigen uns heute mit Wärmestrahlung, mit Wärmeleitung, mit Absorption, Reflexion, mit solchen Worten. Ich habe hier ganz bewusst, ich sage hier einfach mal zu dem Ding Körper dazu. Ein Körper strahlt irgendwelche Wärme stets ab. Aber wir müssen mal wissen, was Wärmestrahlung ist. Mal ganz schnell zur Erinnerung. Wenn ich Licht zerlege mit einem Prisma, dann kann man das in den sogenannten Regenbogenfarben dann so sehen. Wobei ich die jetzt nicht so schön andeuten kann, wie sie eigentlich sein müssten. Den letzten noch nicht. So, dann ein bisschen so, da kommen wir so ungefähr einem Regenbogen ein bisschen näher. Und jetzt müssen wir uns mal angucken, das Licht besteht also aus vielerlei Strahlung. Da hätten wir hier, das klingt jetzt bekloppt, obwohl man es ja sieht, hier ist rot und hier ist violett. Und jetzt kommt das Verrückte. Wenn ein Körper nicht mehr so doll strahlt, dass wir Menschen es sehen können, ich mache das mal ganz bewusst grau, dann wird diese Strahlung für uns nicht mehr sichtbar, aber sie ist noch da. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen über einen kleinen Krebs, der kann auch dieses Licht, für ihn ist es noch Licht, für uns ist es nicht mehr sichtbar, noch sehen. Aber wir können das fühlen und das können wir fühlen und das ist, man sagt Infrarot, also so doll rot, dass man es nicht mehr sehen kann. Infrarot. Und zu diesem Bereich hier, den man auch wieder nicht mehr sehen kann als Mensch, aber selbst der Krebs konnte das sehen, das ist dann hier ultraviolett. Ultra heißt, ultraviolett. So, und jetzt müssen wir uns über was klar werden. Und zwar, das hier, was wir noch fühlen können, was dieser Krebs sieht, wir aber nicht mehr sehen können, dieses Infrarot, das ist Wärmestrahlung. So, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben uns mal dieses infrarote Licht und das andere Licht angeguckt, beziehungsweise das infrarote Licht haben wir ja nicht gesehen, aber wir haben eins festgestellt, das ist alles eine Art von Strahlung. Also wenn wir sagen Wärmestrahlung, dann ist das eigentlich, so ein bisschen doppelt gemoppelter Begriff. Ich habe dann mal Folgendes gemacht, ich habe mal das Licht des Projektors mit einer optischen Einrichtung, ich gehe jetzt nicht drauf ein, nochmal ein bisschen zerlegt und wir haben gesehen, dass zwar noch ein paar Komponenten von den Regenbogenfarben drin sind, aber auf keinen Fall so, als wenn ich weißes Licht mit dieser Einrichtung zerlege. Hier habe ich tatsächlich einen Regenbogen draus machen können und hier war der Regenbogen bei blauer Ansicht nicht mehr vollständig. So, das heißt also, wir haben es mit Wärmestrahlung insofern ganz gut, wir können mit optischen Mitteln genauso Wärmestrahlung bündeln oder reflektieren oder absorbieren. Das heißt also, Wärmestrahlung, die kann ich mit schwarzen Flächen absorbieren, ich komme dann gleich nochmal auf die Begriffe, mit hellen Flächen reflektieren und wir kommen gleich nochmal auf das Wort Leitung. Aber ich kann auch Wärmestrahlung mit optischen Mitteln bündeln. Wir haben nämlich Folgendes gemacht, wir haben eine Sammellinse genommen und haben Licht darauf fallen lassen. Jetzt muss ich das Licht mal schwarz machen, obwohl das eigentlich genau verkehrt rum ist. Und eine normale Sammellinse sammelt in einem sogenannten Brennpunkt diese Strahlen, die man sehen kann, aber auch die, die man nicht sehen kann. Diesen Versuch, den werde ich jetzt hier, wie gesagt, nicht veröffentlichen. So, das bis dahin, da gibt es noch Fragen. Es handelt sich also um elektromagnetische Strahlung. Wie gesagt, lässt sich bündeln und so weiter und so fort. Eine andere Geschichte. Wir wissen ja alle noch von früher, wir kommen jetzt zur Wärmeleitung, wir wissen ja alle noch aus früheren Unterrichtsstunden, egal wie unsere Moleküle oder Atome, je nachdem woraus ein Stoff gerade besteht, angeordnet sind, die können auch fest sein, in einem sogenannten Kristallgitter, sie schwingen chaotisch hin und her, und zwar alle. Hin und her, raus und rein aus dem Bild, weg und hoch und runter und sowas. Und das machen alle so. Das nennt man Wärme. Je mehr, umso wärmer ist ein Stoff. Umso mehr innere Energie hat er, sagt man. So. Und wenn diese
Teilchen jetzt also sehr doll schwingen, dann ist der Stoff warm. Wenn sie gar nicht schwingen, habe ich 0 Kelvin. Wenn ich jetzt aber, und jetzt mittels Wärmestrahlung, jetzt lassen wir mal diese Teilchen hier aus irgendeinem Grund schwingen. Und die noch nicht, die haben jetzt 0 Kelvin, die weißen hier. Aber die anderen, hier an der Ecke hier, hier geht's los. Hier ist es noch nicht so doll, der schon am meisten. Der ein bisschen, der ein bisschen. Das kann doch wovon kommen? Warum schwingen die an der Ecke mehr? Ich übersetze das so jetzt, genau, die Schüler sagten es. Hier muss ja wohl Wärmestrahlung auf die Ecke raufgekommen sein. Und die Wärmestrahlung hat diese paar Moleküle schon erstmal zum Schwingen angeregt. Jetzt wissen wir aber alle aus der Erfahrung, wenn der schon doll schwingt, hat er den mit angeschubst. Und wenn der schwingt, schubst er wahrscheinlich auch den an. Ich habe hier einen Schnitt durch etwas gemacht. Und der ist, der kriegt Wärmestrahlung ab, wird den anschubsen und so werden die sich alle einfach anschubsen. Ich sage das mal so locker dazu. Das heißt, die werden ihre chaotischen Schwingungen auf die nächsten Moleküle übertragen, sodass die dann auch wärmen. Das nennt man Wärmeleitung. Und jetzt gibt es Stoffe, die machen das ganz gut. Wärmeleitung ist also das Übertragen. Ich mache mal ganz kurz Pause, damit ich das aufschreiben kann. So, also Übertragen von innerer Energie, also von diesem chaotischen Schwingen der Teilchen. Das ist Wärmeleitung. Und jetzt gibt es Stoffe, die machen das ganz gut und welche, die machen das ganz schlecht. Man kann sich es im Groben so merken. Gute Wärmeleitung. Und ich sage mal ganz bewusst schlecht, schlecht in Anführungsstrichen. Man kann nicht sagen, das machst du aber gut, das machst du aber schlecht, das ist dem Körper egal, den ich da habe. Gute Wärmeleitung, im Allgemeinen liegt das vor bei Metallen. Und schlecht, zum Beispiel bei Gasen, Flüssigkeiten kann man in der Mitte anordnen. Ganz grob gesagt, das stimmt jetzt nicht total. Also Metalle leiten Wärme sehr gut, das können wir dann gleich ausprobieren. Und Gase leiten sie sehr schlecht und am allerschlechtesten leitet nichts, nämlich Vakuum. Ja, das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber naja. Also Vakuum, das mache ich mal so, weil wenn nichts ist, dann kann es auch nicht leiten. Die Anwendung desselben, die kennen wir, vor allem bei schlechter Wärmeleitung. Das ist im Moment in aller Munde, damit wir nicht so viel Energie dafür verschwenden, obwohl das sehr unphysikalisch gesagt war, dass wir die Umwelt aufheizen, wenn wir zu Hause einfach mal bloß den Ofen auf wärmer stellen. Dafür braucht man zum Beispiel schlechte Wärmeleitung. Man sagt dann auch, man muss die Wärme dämmen. Dämmen heißt also zurückhalten. Und darüber werden wir jetzt diskutieren. Also schlecht wäre typisch Gas, aber auch mit Gas gefülltes. Ich sag mal ganz frech, Schwamm dazu. Das ist ein ganz schlechter Wärmeleiter. Ein Schwamm. Warum? Weil nämlich im Schwamm lauter Gasbläschen sind. Das ist der ganze Haken. Aber das jetzt, wie gesagt, mal ganz schnell als als Gedankenanstoß. Wir diskutieren das jetzt aus. Das soll jetzt nicht auf Vollständigkeit gehen. Sowas kann man in Physikbüchern besser nachlesen, da ist das ausführlicher dargestellt. Wir diskutieren es jetzt aber ausführlich, ich mache mal Pause. Nochmal ganz schnell auf die Worte Absorption. Das heißt also schlucken. Oder ich sage mal gleich noch das Wort, das Verb dahinter. Absorbieren. Jetzt, hier ist ein P dazwischen, dann nicht mehr. Absorbieren. Das heißt sozusagen schlucken. Das können wir ruhig als Schlucken nehmen, als Runterschlucken, als Aufnehmen. Und Reflexion. Jetzt müssen wir wieder nicht Reflektion, sondern Reflexion. Das ist in diesem Fall mal ein, naja, wie es immer ist bei Re. Jetzt fehlt mir was. So, nee, ich mach's nochmal. Reflexion. Reflexion. So, reflektieren müssen wir jetzt wieder sagen. Das heißt also spiegeln. Spiegeln. Zurückwerfen. Zurücksenden. Mit diesen Begriffen müssen wir umgehen können. Also nochmal Absorption,
das schluckt die Wärme, das schluckt auch das Licht, scheinbar, das nimmt es auf, macht was damit, wird selber wärmer, der Stoff, der das absorbiert. Und Reflexion heißt dann in diesem Fall, ja, das ist dem Stoff fast egal, er wirft das Licht bzw. die Wärmestrahlung zurück. Ganz einfach so. Gut, nochmal Pause. Gut, wir haben es zusammengefasst, wir machen das Video an der Stelle erstmal aus. Diskussion geht weiter.